Herzlich willkommen bei Canisius TV zu einem neuen Johannes-Splitter. Wir sind noch einmal im dritten Kapitel. Wir sind noch einmal beim Täufer Johannes. Und so einen ähnlichen Splitter, den hatten wir auch schon, aber können wir ruhig ein zweites Mal angehen, denn das Thema ist einfach ein Lebensthema. Unser heutiger Johannes-Splitter lautet 3,30 Johannes der Täufer über Jesus Christus. Er muss wachsen, ich muss kleiner werden. Drei Punkte. Erstens, menschliche Größe zeigen. Der Täufer Johannes, der hat eine dem Menschen größtmögliche Lebensleistung vollbracht. Er hat nämlich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, ja, als ihm alles gleichsam zu Füßen lag, worauf er ein Leben lang hingearbeitet hat, die Bühne freigemacht für den Nachkommenden, den noch größeren, den eigentlich großen Jesus Christus. Und er sagt, der Jesus Christus, der muss größer werden, ich muss kleiner werden. Was für ein Satz. Zweitens, Wissen und das Umsetzen des Wissens, das sind zwei Paar Schuhe. Alle Eltern sehen das zunächst und prinzipiell ein. Aber es ist dann so unheimlich schwer, die heranwachsenden Kinder in die Freiheit zu entlassen. Ich denke an so manchen Generationswechsel in einer Firma, wie oft sich da Vater und Sohn gegenseitig bei der Übergabe des Betriebs blockieren. Ja, der Vater meint nicht loslassen zu können, weil der Sohn sich nicht so richtig reinkniet ins Geschäft. Der Sohn wiederum will nicht zupacken, weil er hat ja nichts zu sagen. Und deshalb drittens, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir sind nicht die Erlöser der Welt. Wenn wir Erlöser spielen wollen, dann überfordern wir uns und unsere Mitmenschen. Wir können nicht Erlöser sein, aber wir können Vorläufer, Hinweiser, Wegführer für den einen sein, der das Zeug hat, diese Erlöserrolle auch auszufüllen. Jesus Christus, das Lamm Gottes. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, der Täufer Johannes hat dir den Weg gebahnt. Wir bitten dich für alle Großen und gerne Großen, lass sie erkennen, dass sie nur ein Rädchen im Ganzen sind und schenke ihnen die Gabe der Demut. Für alle Menschen, die zu klein von sich denken und unter Minderwertigkeitskomplexen leiden, schenke ihnen mehr Mut und Zutrauen. Und wir beten wie immer in der Stille, in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Und für die Verstorbenen. Lass sie teilhaben am himmlischen Hochzeitsmahl. Herr Jesus Christus, du bist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Ja, gibt's einen Menschen bei Ihnen, den Sie in die Freiheit entlassen müssen, der größer werden muss und wo Sie sich zurücknehmen müssen, damit er Sie wachsen kann?
Vielleicht ist dieser Tag heute eine Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen, dass Sie verstanden haben, dass Sie bereit sind, kleiner zu werden und dass ihn oder sie motiviert, den anderen größer zu werden. Das wäre eine Tagesleistung, mein lieber Scholli. Der Herr segne Sie und behüte Sie. Der Herr lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten und sei Ihnen gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über Ihnen und schenke Ihnen seinen Frieden und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über Sie und euch und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Tschüss, bis bald.